fliehen? Nicht wirklich, hör zu, mit der Kugel an deinem Knöchel wirst du nicht weit kommen. Ja, ich weiß, ich brauche Hilfe. Betrachte es als erledigt, ich hacke deinen Fuß ab und nehme die Kugel ab. Wo ist meine Axt? Nein, nein, nicht abhacken, Fuß, ich blute aus und tot. Du übertreibst, keine Bange, ich benötige nur einen Hieb und schütte dann Alkohol drauf, um den Schlumpf zu desinfizieren. Warte, es gibt anderen Weg. Hinter der Tür im Loch gibt es einen Schlüssel, der die Kennen öffnet. Geh da an den ganzen Schachern vorbei und das ist zu weit, ich schaffe den Sprung nicht. Tür hier geht zu Durchgang, der zur Tür im Loch führt. Wenn du Schlüssel holst, dann gebe ich Magie. Ich gebe Magie. Okay, ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber ich schätze, ich muss durch die Tür diese Tür gehen, um die andere Seite zu erreichen. Ich komme bald mit dem Schlüssel zurück, halte meine Magie bereit. Die Option, seinen Fuß abzuhaken, fand ich besser. Diese Seite an dir kenne ich gar nicht. Sarah, ich habe ihn nur verarscht. War klar, dass das Sarah gefällt. Hier die ganzen Lämpchen anmachen. Oh nö. Sieht mir schon wieder sehr nach diesen widerlichen Gegnern aus. Na super. Auf jeden Fall ist mir dieser Bereich lieber als der. Die Wärter sind nicht so ätzend wie das andere Viech. So. Die Lämpchen machen. Und es geht weiter nach kleiner Unterbrechung. Tore des Todes. Ja, stimmt, wir sind ja gestorben. Gehen wir jetzt mal hier hin. Und warum habe ich keinen Monster zur Hilfe? Hier. Ich habe eher die. Alle Lichter sind hier an. Da geht's noch nicht weiter. Ich erstmal hier hoch. Also die Rüstung sieht echt aus wie die Minecrawler Plattenrüstung von Gothic 1. Ich glaube, das ist die sogar auch in Gothic 2 gab. Oh ja. Ich glaube hier. Ah, oh, fast. Aber es ist auf jeden Fall die richtige Tür. Man muss nur richtig fallen. Let's fail. An Epic. Das heißt jetzt nochmal die Leuchten entzünden. Wo ist das Skelett von eben? Ach, da oben. Kloppen wir den nochmal. Oh, schau mal. Baum zwar nicht mehr, aber egal. So, jetzt geht's hier nochmal weiter. Zwei, die muss es sein. Jupp, die. Hier müsste der Schlüssel sein, genau. Hier ist nichts mehr sonst, oder? Ne, hier ist nur die Tür. Ah, okay. Ich verstehe. Sarah, sieh gut hin. Ich gebe dir eine Lektion, wie man jemanden verarscht. Schau, wie er Angst kriegt. Ich konnte den Schlüssel nicht holen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss deinen Fuß abhacken. Versuche nicht zu schreien. Wir wollen doch nicht, dass der Wärter uns hört, okay? Nein, nicht abhacken. Nicht abhacken. Ich mache nur Spaß. Ich habe den Schlüssel hier. Gib mir die Magie und ich befreie dich. Ich verstehe nun, um jemanden zu verarschen, muss man böse und unbarmherzig sein. Nicht unbedingt, aber... Naja, nett ist es auch nicht gerade. Zu verarschen darf man nicht unbedingt zu nett sein.
Stimmt schon. Guten Morgen, Stern. Da geht's ja noch hoch. So, hier die ganzen Lämpchen entzünden. Und hier Glocken. Da ist eine Gegnertür. Oh Gott, nein! Gib die wieder! Krähen hasse, ey. Da noch Bären fallen. Wenn ich schon genug hab, gewählter Dolch. Riegel Geister. Moment, Drachen. Oh, wie schmerzhaft. Au, wie schmerzhaft. Ich fang gleich an zu schreien. Ach Gott. Oh Gott. Gib das wieder her. Goblins Axt. Ah. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die Äxte von den zu befreienden Goblins sind. Gut, dann hat das wohl doch nichts mit der Truhe auf sich, aber irgendwie habe ich einen Schlüssel für die Truhe bekommen. Du hast alle Lichter im Gefängnis beleuchtet. Yay! Geil. Okay, die nächsten Goblins Äxte, jetzt habe ich 8, oder? Jawohl. 8 Äxte. Ich gehe mal davon aus, dass es die Äxte sind. Ring des Kriegers. Viecher hasse. F6. Ring des Bestimmers. Ring des Eises. Schutz des Nekromanten brauche ich nicht. Geister. Ring der Unterwelt. Präzision des Barbaren. Okay. Soweit hätten wir das. Das ist eine Boss-Tür, die wollen wir aber noch nicht. Wir wollen erstmal die kleinen Goblins befreien. Die waren, wenn mich nicht alles täuscht, hier unten. Nehme ich mal eben mein anderes Vieh wieder. Oh Gott, was habe ich gemacht? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Egal. Nehme ich über den Crit-Ring. Und ist verstimmt aus. Genau, F1 und jetzt brauche ich mein Vieh wieder. So. Kleinen Saphir. Klappen wir den noch. Den noch. So. Eineinhalb Flamme. Vielleicht die Feuergolems? Das sind ja eineinhalb Flamme. Egal, kümmere ich mich gleich drum. Erstmal kümmere ich mich hier drum. Schlüssel der Zellen schon das dritte Mal. So, jetzt befreien wir mal die Jungs. Aber erst befreie ich die anderen. Mein Drachenbaby.
Ich überhaupt okay, habe nichts zu geben, nur einen Schlüssel ich gefunden, weiß nicht wofür. Ich weiß aber 100 pro, wofür dieser unbekannte Schlüssel ist. Hey, diese Goblins folgen mir noch immer. Sie sind nicht zu dumm und schwach, um alleine zu überleben. Sie nehmen wohl an, dass du eine Art Anführer bist. Mach dir das zunutze und setze sie als Schilde ein. Ich nehme an, wenn sie hier bleiben, werden sie erneut gefangen genommen. Aber wenn sie mit mir kommen, werden sie den nächsten Wächter nicht überleben, falls sie überhaupt so weit kommen. Anscheinend gibt es nur eine Möglichkeit. Denkst du darüber nach, sie zu opfern? Keine schlechte Idee. Natürlich nicht. Ich werde sie nach Hause bringen, zur Mine, mit den anderen Goblins. Aber was für eine verschwendete Gelegenheit. Verwende sie als Schilde. Seratul ist immer wieder ein Arsch. Meine Güte, meine Güte. Seratul ist mal wieder ein richtiges Arschloch. Aber ja, wir bringen sie nach Hause gleich. So ein Pyritstein noch irgendwo. Ich weiß schon, wo wir die finden können. Magischer Beutel. Was bringt der denn? Magischer Beutel. Erhöht die Kapazität deines Inventars um weitere 10 weitere Gegenstände. Hui! Oh, geil! Das kann man natürlich immer gut gebrauchen. Machen wir doch gleich mal. So, nochmal. Das Inventar kam mir sowieso langsam richtig klein. Ging sowieso ordentlich zur Neige. So, jetzt gehen wir mal zum Portal, um die Jungs hier sicher wegzubringen. Brauche ich aber den Geist. Also die Jungs sind nicht schnell genug. Oh Gottchen, nee. Lauf mir hinterher. So, dann holen wir uns mal den Pyritstein. 13 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der muss irgendwo in der Mine sein. Und ich kann mir gut vorstellen, irgendwo in der Nähe vom Boss. Da waren noch diese komischen Erzadern. Oder diese komischen Dinger. So. Zu Hause sein, zu Hause sein. Dankbar, dankbar. Das macht doch nichts, Mann. Du immer Freund, du immer willkommen. Siehst du, Sarah, ich habe endlich ein paar Freunde gefunden an diesem schrecklichen Ort. Freund dieser Kreaturen? Ja, warum nicht? Du denkst, du machst das besser? Natürlich, ich bin diesen pathetischen Kreaturen in jeder Hinsicht überlegen. Dann zeige es. Zeige mir, dass du ein besserer Freund bist, als die Goblins es sind. Ich muss gar nichts zeigen. Nur große Worte. Da freuen sich die Jungs aber. Tun die mir nicht mehr? Doch. Da oben, das könnte der Pyritstein sein. Der sieht so besonders aus. Jawohl, großer Pyritstein. Wunderbar. Irgendwo im Wasserdings war doch dieser Portal zu Draconius. Da muss ich dann wohl auch noch hin. Den Drachen mal mit. Das war doch irgendwo hier, ne? Ne, hier war es nicht. Da irgendwo. Genau. Das war gar nicht mal so weit weg. Dun 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 d